Im Vorsehen an unserer Seite zu haben, Bird. Dies ist eines der Systeme, die für weitere Untersuchungen während ihrer Arbeit mit Subcommander Thrawn markiert sind. Ich weiß nicht genau, was die Vatva planen, aber sie kämpfen, als ob der Teufel selbst sie vorantreiben würde. Die Vatva greifen eine kleine Gruppe von Allianzschiffen an und es nähern sich weitere feindliche Schiffe. Ich schlage vor, dass wir uns aufteilen. Die Lisette wird herausfliegen und ankommende Schiffe abfangen. Sie werden indessen in der Falle sitzende Verbündete aus den Fängen der Vatva befreien. Was meinen Sie? Gute Idee. Die Bird wird sich um die Schiffe kümmern, die in der Zwickmühle stecken. Na mal los, jetzt wird lustig. Die Vatva werden nun den Zorn Dagon zu spüren bekommen. Danke für die Hilfe, Bert. Ich gebe lieber jetzt noch kein Vollgas. Jetzt gebe ich Vollgas. Und jetzt geht auch erst. Ah. So. Feuer! Wieder funktionsbereit. Wir sind bereit für den Kampf. Eine große Wasserflotte ist soeben angekommen. Das ist unsere Chance zuzuschlagen, bevor sie sich wieder zurückziehen. Bitte antworten Sie. Wir sind...
Kontakt zum Set verloren. Fang einen Nutzinger von der Lisette, Captain. Oh, das ist gut. Okay. Grüße, Damen und Herren. Ich bin Lieutenant Gaius Zeeland. Ich bin Geheimdienstoffizier an Bord der Lisette. Ich muss Sie leider davon unterrichten, dass die Wattwanger nun das Schiff kontrollieren. Die Brücke musste aufgegeben werden und wir haben nicht länger Zugriff auf die Mehrzahl der internen Sensoren. Glücklicherweise konnte ich einen sicheren Kommunikationskanal öffnen, bevor die Sicherheitscodes geändert wurden und eine sichere Position für einen Transportvorgang bestimmen. Ich habe die Koordinaten an Ihr Schiff gesandt. Ohne Ihre Hilfe ist die Lisette zusammen mit ihrer Besatzung dem Untergang geweiht. Ich werde mit meiner Crew sprechen. Wir haben den Transporter auf Lieutenant Zeelands Koordinaten ausgerichtet, Sir. Ausgerichtet. Wir können sie zusammen mit einem kleinen Team dorthin beamen, sobald sie bereit sind. Scheiße, ich habe gleich mein Tickling Disconnect. Könnt ihr nicht später haben? Mal gucken, wie ich heute eigentlich noch mit der Mission komme. Das ist auch die Sache. Quadranten hätte ich schon längst durch. Hätte ich. Das Schiff ist mitten so von Bad Bursa da. Unsere Sicherheitskräfte haben versucht, ihnen entgegenzutreten, doch sie haben keine großen Raumgewinne erzielen können. Ich habe es nicht geschafft, andere höherrangige Mitglieder der Mannschaft zu erreichen, doch ich glaube, dass sie immer noch am Leben sind. Wie es der Zufall so will, erinnern mich die aktuellen Umstände stark an mein Invasionsszenario 4591. Wenn sie soweit sind, können wir über die Angriffsstrategie sprechen. Wie sieht der Plan aus? Wir müssen einige Schlüsselbereiche des Schiffs zurückerobern. Das Sicherheitsteam wird sich um die Brücke kümmern. In der Zwischenzeit wird Ihr Team die Krankenstation stürmen, welche sich nicht weit von hier befindet. Dr. Kratak sollte dort sein. Danach müssen wir die Waffenkammer einnehmen, um die Wattwanger davon abzuhalten, ihre Versorgungslücken zu schließen. In den meisten Szenarien ist es so, dass Lieutenant Terrell da ist, um den Invasoren die Stirn zu bieten. Danach müssen wir sehen, ob sich die Wattwanger gemäß Szenario 4591 oder 3291 verhalten. Es könnte auch sein, dass sie uns überraschen wollen und das vormehr dem Szenario 6895 gleichkommen wird. Verzeihen Sie mir, der Herrmeister. Wir haben keine Zeit für meine nutzlosen Spekulationen. Haben Sie Fragen? Nichts. Wir machen uns auf, die Krankenstation einzunehmen und Dr. Kratak zu retten. Es ist zu spät. Dieses Besatzungsmitglied ist tot. You must stop this. Setzen Sie diesen sinnlosen Massaker ein Ende. Denken Sie an das Gleichgewicht. Das ist derjenige, der Gau herausgebracht hat. Tötet sie alle! Ich danke Ihnen. Was für ein erbarmungsloses Gemetzel.
Danke für die Rettung, der Hamaschen. Die Wattbar interessieren nur ihre eigenen selbstsüchtigen Ziele, nichts anderes. Es tut mir leid, doch ich kann Ihnen nicht länger helfen. Ich bin ein ziviler Wissenschaftler und kein geschulter Soldat wie Sie. Ich werde hier warten, bis sich die Lage wieder entspannt hat, sofern Sie mich nicht länger brauchen. Überprüfen Sie, ob es hier Überlebende gibt und bringen Sie sie dorthin, nachdem mein Team die Krankenstation unter Kontrolle gebracht hat. Ja, das ist mehr als akzeptabel. Ich werde nicht kämpfen, aber ich kann das Gleichgewicht wiederherstellen, indem ich den anderen helfe. Ich werde versuchen, hier jedem Verletzten zu helfen und darauf warten, dass Sie oder der Doktor mich benachrichtigen, wenn die Krankenstation sicher ist. Sehr gut. Machen Sie keine Dummheiten, während wir uns zur Krankenstation begeben. Wiederbeleben? Nee. Egal, was Sie auch anstellen, Sie alle sind Amateure im Vergleich zum Teil. Ja, ich werde nicht tatenlos dabei zusehen, wie Ihr Schiff übernehmen. Vielen Dank. Wir haben viel Arbeit vor uns. Sie sind ein willkommener Anblick, der Herr Meister. Wenn Sie hier nicht auf der Brücke sind, dann bedeutet das wohl, dass Sie einem von Gaius Plänen und Szenarien folgen. Die Ausrüstung hier ist nicht nach wie vor einsatzbereit. Ich werde mit Verpflegung gewundet anfangen. Es gibt hier eine Konsole, mit der Sie mit den Sicherheitsteam, das auf dem Weg zur Brücke ist, Kontakt aufnehmen können. Gut, ich werde die Konsole benutzen, um Kontakt mit dem Sicherheitsteam aufzunehmen. Gutes Timing, der Hammermeister. Wir sind gerade dabei, die Brücke zu stürmen. Wir werden den Kanal während des Angriffs geöffnet lassen. Ich werde Sie erneut kontaktieren, sobald wir die Kontrolle übernommen haben. Verstanden. Viel Glück. Moment, ich muss jetzt jeden Augenblick der tägliche Disconnect kommen. Ich glaube, ich warte jetzt noch mal ein bisschen. Weil ich will das Video nicht laufen lassen, genau dann, wenn der tägliche Disconnect erscheint. Das ist ein bisschen scheiße, weil das Video dauert, ich glaube, 20, 30 Sekunden. Ich weiß nicht genau, wann genau der tägliche Disconnect jetzt kommen wird.